Ja, moin Leute, willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 15. Es geht weiter und ja, wir machen weiter mit diesem Feld und da werden wir jetzt, beziehungsweise nicht wir, sondern unser Helferlein, da sind wir jetzt eigentlich genau falsch. Andere Richtung wäre, glaube ich, schlauer gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob der da vielleicht Probleme hat dann mit der Kante, aber ich schätze mal nicht. Ja, wir haben hier auf dem Feld Gerste, auf dem anderen haben wir bereits auch schon das gekauft. Da die Nummer, kann ich jetzt gar nicht sehen, halt nördlich von der 30, auf der wir uns jetzt gerade befinden. Und da werden wir jetzt auch dann im Anschluss dann Gerste drauf säen und wir wollen jetzt erstmal weitermachen. Ich guck gerade mal, jetzt haben wir hier... Ja, ist auch Gerste, genau. Da hatte ich mich in der letzten Folge mit den Bildchen, ach, da kann man es ja auch nochmal nachsehen, ein bisschen vertan. Und ich schätze mal, auch das können wir, Windmühle 600, 693, 711, also Getreidespeicher lohnt sich hier auch noch am meisten. Und dann wollen wir das Ganze nämlich dann mal rüberfahren. Und... ja, dann dürfte eigentlich dann auch irgendwann mal dieser verdammte Raps auf dem anderen Feld dann soweit sein, dass wir den dann auch mal, ja, dreschen können. So, bis wir da sind, wo der ist, ist der wahrscheinlich schon einmal rechts und links wieder rübergefahren. So, und was mich mal interessieren würde, können wir eigentlich hier so... Rasenflächen auch düngen? Weil das würde mich, glaube ich, sehr wundern. Ich glaube, das geht nämlich gar nicht, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ich schätze nicht. Also, wir lassen es einfach mal wachsen. Das wird ja auch so, denke ich mal, ganz normal wachsen. Das ist ja auch nur Rasen und ich glaube, da braucht man nichts düngen. Also, wenn da jemand von euch weiß, ob man das jetzt düngen sollte oder nicht, einfach mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, da ist auch gar nicht die Textur für ausgelegt. Hier sieht man denn ja auf den Feldern, dass es dann dunkel geworden ist. Da werden wir dann natürlich dann auch zwischendurch nochmal beigehen, wenn wir hier, ja, wenn das eine Feld dann fertig ist. Und dann werden wir das natürlich düngen, damit wir halt auch den Ertrag dann haben. Ja, und dann sind wir fleißig hier am Getreide wegbringen. Wie gesagt, da sind wir schon eine ganze Weile mit beschäftigt. Und damit werden wir auch noch ein bisschen beschäftigt sein. Das ist nun mal so. So, den... er fährt uns hier direkt vor die Nase. Nee, das geht schon noch. Okay. Das Gute ist, mit dieser Spannbreite kann man auch super auf der Stelle quasi drehen. So ähnlich wie mit dem... Also wenn wir jetzt nur 3 Meter haben, da ist es dann natürlich schwer. Aber wenn wir 9 Meter haben, das sieht man ja auch ähnlich hier wie bei der... Düngerspritze oder Giftspritze, die wir hier haben. Damit haben wir ja auch, da können wir dann sogar noch 20 Meter in die eine Richtung fahren und können dann links wieder rauf und dann haben wir immer noch nichts, was wir verloren haben oder doppelt gemacht haben. Also das ist halt der Vorteil, umso breiter es wird, desto einfacher ist dann auch die Handhabung so gesehen mit den Geräten. Ja, und wir sind hier dann gut dabei. Ich guck gerade mal, während das befüllt, können wir eigentlich den Anhänger mal ein bisschen weiterbringen. Stellt euch vor, wir hätten den großen Anhänger nicht und würden hier immer mit den 10 Tonnen oder 9 Tonnen oder so hin und her fahren. Dann wären wir viermal so lange unterwegs. Also das wäre natürlich auch nicht richtig schön gewesen. Aber jetzt, das ist ja jetzt auch wirklich nur so viel zu tun mit den
mit dem großen Anhänger, weil jetzt die Lager halt durch den Wunschbrunnen halt voll geworden sind und das wird sich natürlich dann auch noch ändern, ne? Also keine Sorge. Das wird nicht immer so bleiben. Ja, und dann bringen wir mal die nächste Fuhre. Und dann kämpfen wir uns hier mal schön hoch. Ja, das ist ein bisschen doof mit dem Traktor, aber naja, es geht. Wir kommen voran. Das sind ja alles keine Düsenjäger, dem sind wir uns ja auch bewusst. Gut, und dann haben wir auch die vorletzte Fuhre Gerste erstmal weggebracht. Dann fehlt uns eigentlich so gesehen nur noch, kurzfristig gesehen, fehlt uns dann ja nur noch die Hackschnitzel, weil wenn wir doch mal Hackschnitzel machen wollen, dann haben wir keinen Platz zum Lagern. Und da wollen wir natürlich auch dann die Möglichkeit haben, den Zeitbonus zu kassieren. Und ich habe mir ja hier die Regel aufgestellt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was ihr dazu gesagt habt. Deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal so, ohne jetzt zu wissen, weil ich habe hier jetzt halt ein paar Folgen mehr gemacht oder bin da halt jetzt noch dabei. Mit den Regelungen, die ich mir jetzt auferlegt habe, wenn ihr die jetzt nicht völlig zerredet habt in den Kommentaren, dann würde ich das auch so durchziehen, dass man halt wirklich sagt, mit den Bäumchen und dem Teich und den Reinwerfen nur die Bäume, die man gepflanzt hat und natürlich, wo man dann die Stubben gefräst hat und ja, beim Zeitbonus von den Getreidelieferungen auch nur das, was wir jetzt nicht durch einen Wunschbrunnen bekommen haben oder durch diesen Brunnen halt, sondern das, was wir angebaut haben, das, was wir reingefahren haben ins Lager, und dafür können wir uns dann auch 300, 400.000 Zeitbonus holen und das in Anführungszeichen berechtigt. So, das Gerstenlager ist dann auch leer und dann ist das hier jetzt erstmal unsere letzte Tour gewesen. Gott sei Dank. Und lange braucht er dann nicht mehr auf dem Feld. Das wird er jetzt auch gleich ein bisschen schmaler. Dann ist er noch ein bisschen schneller unterwegs. Aber man sieht hier schon so langsam etwas wachsen.
So, apropos wachsen, hier sind wir fertig, sehr schön. Oder hier sind wir nicht fertig, sondern das Feld ist fertig. Dann können wir hier auch beigehen und den Raps uns besorgen. Und da holen wir dann natürlich den Helfer, denn wir sind ja derzeit hier mit Hin- und Herfahren beschäftigt. So, wir fahren Trecker und Anhänger eben nochmal wieder zurück auf den Hof. Oder zumindest in die Nähe. Und dann können wir nämlich den anderen Traktor mal schnappen. So, stellen wir den hier ab und dann gucken wir mal gerade. Hier haben wir ja Bäume gepflanzt. Ja, ja, hier, das kann noch dauern. So, wir brauchen jetzt eine richtig schöne Schaufel, mit der wir die Hackschnitzel dann quasi aus dem Lager rausbekommen, um die dann zu verkaufen. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal zum Kaufmannsladen, zum Bauernshop, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen-Shop und dann gucken wir mal, das können wir eigentlich auch von hier machen. Oh, es gibt Sonderangebote! 13,7 Axial Flow. Mensch, 15 und 10%. Das ist ja enorm. Axial Flow. Jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt, welcher. Also, naja, ich muss leider immer noch sagen, dass sich das für uns gar nicht lohnt, weil das geht so schnell. Das geht so schnell mit den Mähen. Das andere dauert viel länger. Naja, wenn die Felder wachsen, dann kann man das mal machen, aber noch brauchen wir es erstmal nicht, schätze ich. Ja, was wir haben wollen, das ist aber... einmal diese... ja, jetzt bin ich mal am Überlegen. Also der Scorpion King, okay, den wollen wir haben und dann vielleicht auch das hier. Und dann müssen wir da vielleicht sogar einen Kredit für aufnehmen. Aber als erstes wollen wir natürlich, das können wir auch dann noch machen, wenn wir die Hackschnitzel erstmal weggebracht haben. Stimmt, als erstes wollten wir hier eine schöne Schaufel uns besorgen. Womit wir jeden Scheiß nehmen können. Ey, ich hasse es, ne, mit diesem Scheißklicken. Also nicht, dass wir die nicht brauchen, aber... boah, ist ja kaum nervig. FZ30. Ich wollte gerade sagen, ja, das passt zu beiden. Das wäre sonst auch ein bisschen scheiße. Tja, die Palettengabel, keine Ahnung, wohin damit. D
Die können wir eigentlich. Tschüss. Verschwindet im Erdboden. Nee, ganz im Ernst, die können wir mal eben ganz kurz zurücksetzen, bevor wir es irgendwie vergessen, dass wir sie haben. Also, die hier auch zum Reinspießen. Und die hier natürlich. So, und die Schaufel, die nehmen wir dann mit. Ja, das scheiß... Das blöde Gewicht, das müssen wir auch loswerden. Ja, das können wir dann eigentlich hinten ran machen, ne? Jetzt muss ich mal eben ganz kurz... Die kommt hier hin. So, und dann düsen wir mal nach Hause. So, am besten nicht zu hoch. Scheiße, wir sind falsch, ne? Wir sind ja völlig falsch. Wir fahren ja gerade wieder zurück. Moment. Einmal abgelenkt und schon biegt man falsch ab. Beziehungsweise falsch abbiegen. Wir sind ja hier komplett in die falsche Richtung. Genau genommen können wir eigentlich auch eben noch mal ganz kurz tanken. 148 Liter, ja, also der Benzinverbrauch ist jetzt nicht so das Größte. Das kommt eher selten vor, dass man mal tanken muss. Wir müssen eigentlich auch noch überhaupt nicht, aber es schaden kann, tut es ja auch nicht. So, mal gucken. Ist jetzt auch nicht gerade so teuer, ne? Also bei der Kohle, die wir haben... ist das mal ziemlich unerheblich. So, bevor wir hier hochfahren... Ja, hier ist er immer noch am Machen und am Tun. Hier 82%, das heißt, wir können den mal unter die Arme greifen. Muss der das gleich selber entleeren? Ist ja auch nicht schön. So, ich schätze mal so 3 Tonnen oder sowas können wir hier aufnehmen. So, und dann können wir weiterfahren. Ah, Mensch, wollte ich doch gar nicht. Ja, und dann können wir mal anfangen, denn ja, Raps ist quasi der Stand von uns. Gerste ist ja leer, da kommt natürlich dann auch noch irgendwann was dazu. Und so, jetzt gucke ich gerade mal. Hackschnitzel dürfte das hier sein, ne? Ja,
Das sind die Hackschnitzel. Das sind die Rüben. Und das sind die Kartoffeln. Sägen können wir hier nichts. Ja, dann würde ich mal sagen, und dann verladen wir mal ein paar Hackschnitzel. Ne? Da brauchen wir ja den Frontlader für. Und ich hoffe mal, dass wir das ohne Radlader hinbekommen. Dann sparen wir uns doch wieder ein paar Tausender. Ist da jetzt was drin? Oh, tatsächlich. Oh nein. Ja, es ist jetzt nicht schön, aber anders geht's nicht. Für alle Ästhetiker, es tut mir wirklich leid. Hm. Ey, wie lange soll denn das bitte schön dauern? Ich meine, das ist auch ganz schön dämlich, ne, das hier zu lagern. Also es wäre einfacher, das einfach direkt hier in den Anhänger und dann verkaufen und so. Gibt es für Hackschnitzel echt keine Förderanlage? Das ist ja echt Riesenmist. So, wir können ja mal switchen. So viel haben wir schon geschafft. Mensch, wir sind ja so gut. Oder von 200.000 oder 200, nee, ich glaube ein bisschen mehr, ne? 200, ja, das ist... Oh, nee, das kannst du ja nicht bringen. Da verbrenne ich die Scheiße ja lieber. Ganz im Ernst, aber gibt's hier nichts mit größerer Schaufel? Rübenernte... Kann man damit nicht irgendwie Hackschnitzel aufnehmen? Oh, das kann ja echt nicht sein, oder? Ich guck gerade mal, ist das das Hackschnitzel-Symbol? Muss, ne? Dieser komische Haufen. Gibt es nicht größere Schaufeln? Das ist ja so, ist das ja echt übel. Futtertechnik, nein, das geht natürlich nicht. Och Mensch, das gibt's ja gar nicht. Also so arbeiten wir uns da hier dumm und dusselig. Ja, das kann's ja nicht sein. Ladewagen. Ne, das ist auch nix. Oh Gott, ey, das kann ja nicht sein, oder? Überladewagen. Auch nicht. Naja. Also das ist ja mal ganz übel. Ich glaube, es gibt auch keine größeren Schaufeln. Ne? Also ich kann ja mal gucken, aber da steht ja nicht mal drin, wie groß die ist. Aber ich schätze mal, von dem Radlader ist die jetzt nicht viel größer.
Das ist eine gute Frage. Kann man das rauskriegen, wie viel Liter die fasst? Ich glaube nämlich nicht. Warum hat man da auch kein Förderband, ey? Sowas Dämliches. Wenn man da auch ein Förderband hätte, dann wäre das ja alles überhaupt kein Thema. Nee, aber da habe ich jetzt echt überhaupt keinen Nerv. Das wird so lange dauern. Sorry, aber nee, das wird nichts. Das können wir vergessen. Das ist ein bisschen zu viel, also. Naja. So, wie sieht's hier aus? 65%. Können wir noch warten? Tja, ich weiß auch nicht. Gibt es da nicht irgendwie noch was Besseres? Ich schätze nicht. Ah, Mensch, das gibt's ja nicht. Also, nee, da muss es doch irgendwie einen Mod für geben, oder? Irgendwie was, womit man das so einsaugen kann oder sowas. Ich meine, das sollte doch eigentlich kein Problem sein normalerweise. Ach was, und das hier ist kaputt, oder was? Jetzt der Boden. Ist ja interessant. Gut, so, dann können wir den mal eben ganz kurz zur 25 schicken. Und dann machen wir in der Zwischenzeit, beziehungsweise in der nächsten Folge, werden wir dann mal spritzen. Und ja, dann wäre es schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann werden wir hier natürlich dann mal spritzen und mal gucken, was wir sonst noch so machen. Also, ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.